Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden, mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Heute geht es um den Höhepunkt der Geschichte. Wir haben viel Geschichte gehört in den letzten paar Tagen hier. Wir haben viel gehört über, was die Könige der Welt so vorhaben und dass ein Königreich hier auf Erden aufgebaut werden soll. Und es ist tragisch, dass die ganze Welt diesem System folgt. Es gibt nur meines Wissens nach eine einzige Gemeinschaft in der ganzen Welt, die die biblische Geschichte der Wiederkunft erzählt. Alle anderen Glaubensgemeinschaften haben eine Lehre, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und das wollen wir heute prüfen anhand der Bibel. Weil diese Serie auch gemeint ist, dass viele Leute erreicht werden sollen, auch Leute, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, ist es notwendig, dass wir die Texte aufzeigen und den Menschen gezeigt wird, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Denn alle, wie die Juden damals, warten auf ein neues Reich. So, die nächsten beiden Vorträge sind über die Ereignisse, so wie sie ablaufen werden, von der Zeit, wo das sogenannte Gegenreich aufgerichtet wird, bis zum neuen Reich Christi. Danach sah ich einen anderen Engel, Offenbarung 18, 1, Vers 4, herabsteigen. Der hatte große Gewalt und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und dann folgt die Geschichte von diesem Engel, der warnt, dass Babylon ein Haus der Dämonen geworden ist, dass Babylon ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden ist, dass da ein falscher Geist in den religiösen Systemen der Welt gegenwärtig ist. Und wir haben in dem Vortrag gestern gesehen, dass das heißt, dass die Welt aufgeklärt werden muss, über welche Zustände in den Glaubensgemeinschaften seit 1844 hereinkamen, um die Menschheit in die Irre zu führen. Denn von diesem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde, also die ganze Ökonomie, die Könige der Erde, sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht aus ihr heraus, mein Volk. Es ist eine trennende Botschaft, damit ihr nicht Sünden an ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt. Das ist die letzte Botschaft. Das ist der laute Ruf, der rausgeht, um ein Volk Gottes zu trennen von allen Glaubensgemeinschaften in der Welt, die auf dem festen Fels Jesus Christus gebaut ist, und sagen: Wir folgen dem Herrn, wir folgen ihm als Erlöser, als König, und wir werden ihm auch im Gehorsam folgen. Jesaja 24, Vers 5, denn die Erde ist unter ihren Bewohnern entweiht worden. Sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Wir haben gesehen in den letzten Vorträgen, wie der Katholizismus die Gebote Gottes geändert hat, wie die Menschheit die Gebote beiseite legt und Menschenrechte ins Mittelpunkt hineinlegt, damit die biblischen Prinzipien nicht mehr
gelten sollten, sondern diese Menschenrechte. Und dann soll ein Gesetz kommen, welches Gottes Gesetz beiseite legt, und der Sonntag soll erhöht werden und der Sabbat beiseite gelegt werden. Sie haben die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen, die Gesetze übertreten. Eines der letzten Ereignisse auf Erden. Und dann kommt das schreckliche Dekret. Die Leute müssen eine Entscheidung machen. Entweder sind sie für oder sie sind gegen Baal. Offenbarung 22, 11 und 12. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Sehe, ich komme bald und mein Lohn, das ewige Leben, ist mit mir, um einem jeglich zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das ist ja der schöne Glaube, den wir haben. Ob wir 5 Minuten vorher für den Herrn anfangen zu arbeiten oder 30, 40, 50, 80 Jahre für den Herrn gearbeitet haben, der Lohn bleibt der gleiche. Es ist das ewige Leben. Meine Schwiegermutter hat sich immer darüber aufgeregt und gesagt, das ist nicht fair, dass die, die kurz arbeiten, den gleichen Lohn kriegen wie die, die lange arbeiten. Aber wenn sie den Lohn versteht, entweder man hat das ewige Leben oder man hat es nicht. Man kann nicht nur ein Stückchen davon haben. Also der Lohn bleibt der gleiche. Eine Typologie gibt es hier zu dieser Geschichte auch in Ägypten. Nämlich als Mose nach Ägypten kam, um sein Volk herauszuführen, da hat Pharao sich dagegen aufgelehnt. Das ist die Typologie, der Auszug, ein Weg nach Kanaan, das ist die Typologie, die Antitypos ist ein Auszug aus Babylon und das ganze Volk geht dem himmlischen Kanaan entgegen. Hier gab es einen Pharao, der hat sich dagegen gestellt, und an der Ende der Zeit gibt es auch einen, der Mann der Sünde, der Mensch der Sünde, der sich dagegen stellt. Also wir haben diese Typologie. Die Bibel ist ein fantastisches Buch. Und natürlich, eins der ersten Reformen, die Mose wieder eingeführt hat unter dem Volk, ist Sabbathaltung. Und einer hat sich darüber aufgeregt, nämlich der Pharao. Weiter sprach der Pharao, siehe, des Volkes schon zu viel im Lande, und ihr wollt sie noch von ihrer Arbeit feiern heißen? Ja, das ist ein interessantes Wort. Im Englisch liest das, You, Moses, make them rest. You, Moses, make them rest. Du lässt sie ruhen. Und das Wort Rest, was da gebraucht wird, ist das Wort Shabbat. Du, Mose, du lässt das Volk Shabbat, Sabbat halten. Und was hat Pharao gesagt? Nein, ihr werdet nicht Shabbat, also ein Gesetz gegen den Sabbat. Nimm ihnen weg ihr Stroh, sie sollen ihr eigenen Stroh noch sammeln und sie werden nicht weniger Steine machen. Zur Arbeit, kein Shabbat. Also ein Anti-Gegen Sabbatsgesetz gab es in Ägypten. 2. Mose 5, Vers 5. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Offenbarung 15, Vers 1. Also damals, Pharao hat ein Gesetz gemacht und hat gesagt, ihr werdet nicht Schabbat, ihr werdet nicht den Sabbat halten. Und die Antwort Gottes damals war, 10 Plagen. So an der Ende der Zeit, es wird ein Gesetz kommen und das Gesetz wird heißen, wir, das ganze babylonische religiöse System, einigen uns auf den Sonntag und es wird nicht Schabbat. Ihr werdet nicht Schabbat. In den Großhäusern, in den großen Geschäften, wenn man da ein Geschäft hat, darf man den Sabbat nicht halten. Wenn du ein Geschäft in einer Mall hast, in den meisten Ländern der Welt, ist es gegen das Gesetz,
um dieses Geschäft am Sabbat zu schließen. Darfst es an einem Sonntag schließen, aber es ist gegen das ökonomische Gesetz, um es an einem Sabbat zu schließen. Man muss sich verpflichten. Also dieses Gesetz ist nicht nur ein, du sollst den Sonntag halten. Das wäre ja schön, da könnten wir ja zwei Feiertage haben. Und ich hätte auch nichts dagegen. Können auch drei, vier haben, fünf, sechs, mir egal. Aber das Gesetz geht weiter. Damals, als Konstantin ein Gesetz gemacht hat, welches auch eine Typologie war, hieß es nicht nur, der Sonntag ist heilig, sondern es hieß auch, du sollst nicht Schabbat, du sollst nicht den Sabbat halten. Du darfst nicht den jüdischen, wie sie es damals genannt haben, Sabbat, obwohl der Sabbat natürlich nicht jüdisch ist, der kommt aus Eden. Also das Gesetz muss mehr sein als nur Sonntagheiligung, es muss auch gegen Sabbat sein. Und damals fielen die Plagen und so am Ende der Zeit 7 Plagen. Zur Zeit Mose gab es 10. Warum 10? Weil die ersten 3 haben keinen Unterschied gemacht zwischen Gottes Volk und den Ägyptern. Und dann hat Gott gesagt, ich werde euch zeigen, dass da ein Unterschied ist. Und dann kamen nur 7. Am Ende der Zeit nur 7. Ein Unterschied zwischen Gottes Volk und den anderen. Und die letzten Plagen, und Gottes Zorn ist vollendet. Und das bringt herbei das Ende der Welt. Aber nicht durch einen Meteoriten, auch nicht einen Asteroiden, sondern es gibt ein ganz anderes Ende. Die Menschheit heute denkt auch, gibt es Tod und Vernichtung? Gibt es denn da überhaupt keine Hoffnung? Die Bibel sagt, es gibt viel Hoffnung. Titus 2, Vers 13. In Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Das ist, was wir erwarten. Denn was sie auf Erden machen, ist eigentlich dann vorbei. Das Dekret, wer unrecht ist, bleibt unrecht, wer gerecht ist, bleibt gerecht, ist vom Herrn rausgegangen, die Plagen sind gekommen. Und dann erwarten wir diese selige Hoffnung. Die Bibel spricht von 4 Kommen Christi. Und die Juden damals haben diese 4 Kommen Christi so durcheinander geschmissen, dass sie nicht Jesus Christus als Messias erkannt haben, denn sie haben gewartet auf ein ganz anderes Kommen. Heutzutage in der Theologie, der Weltdispensationslehre und alle diese Lehren, schmeißen sie die 4 auch durcheinander. Nichts hat sich geändert. Man muss diese 4 ganz sorgfältig auseinanderzüpfen, damit man weiß, wo man steht. Das Erste, was in der Bibel beschrieben wird, ist, Jesus kommt als Baby. Das ist das erste Kommen. Da wird vorhergesagt, wo er geboren wird, wo er leben wird, was sein Werk sein wird. Das ist ein ganzer Vortrag über den Messias. Wird sogar in Daniel Kapitel 8 und 9 genau vorhergesagt, wann er kommen würde. Und das sind die Voraussagungen über sein erstes Kommen. Dann ist da ein zweites Kommen, das beschrieben wird in Daniel Kapitel 7, Vers 13, als des Menschen Sohn kam zu dem Alten an Tagen. Also Jesus Christus wird mit den Wolken des Himmels gebracht zu den Alten an Tagen. Das ist nicht mit dieser Erde, denn da findet ein Gericht statt im Himmel. Und es wird geredet über ein kleines Horn, welches sich wichtig tut hier auf Erden. Und das ist ein Kommen, das im Himmel stattfindet und hat nichts mit der Wiederkunft Christi zu tun. Das ist das Untersuchungsgericht. Dann ein zweites Kommen Christi in Herrlichkeit, in großer Herrlichkeit. Und dieses Kommen wird verwirrt mit dem vierten Kommen. Denn es kommt noch ein Kommen Christi. Am Ende wird er herkommen, um die Erde wiederherzustellen und um das Königreich aufzurichten. Also 4 Kommen Christi in der Bibel, die ganz sorgfältig auseinander geknüpft werden müssen.
Und wir wollen uns heute Nachmittag beschäftigen mit diesem zweiten Kommen Christi, wenn er kommt, um die Seinen zu holen. Und im nächsten Vortrag werden wir den ganzen Ablauf der Geschichte bis zur endgültigen Herstellung, Wiederherstellung, mal durchstudieren anhand der Bibel. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Ganz eindeutig, dies bezieht sich auf das erste Kommen Christi. Und die Erfüllung, Matthäus 1, Vers 23, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Also nicht irgendeinen Sohn, sondern Gott mit uns. Immanuel, der große Gott, wird er sogar genannt in der Bibel. Also das bezieht sich auf das erste Kommen. Bei seinem ersten Kommen hat er den Preis für die Sünde bezahlt, aber er hat nicht die Sünde entfernt. Er hat nur den Preis bezahlt. Sünde, existiert sie heute noch, ja oder nein? Natürlich existiert sie noch. Also der Preis ist bezahlt. Zugang zum Himmel ist möglich gemacht durch ihn. Aber Sünde ist noch nicht zerstört, das kommt noch. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat, die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die Calvinisten zum Beispiel, die glauben nicht an Prophetie. Und darum kann das auch nicht auf Jesus Christus sich beziehen, denn dann wäre das ja eine Prophetie. Also, wie können Sie das Neue Testament lesen, wo diese Dinge genau aufgezählt werden, dass sie auf Jesus hinweisen? Es ist tragisch, dass man so um den Brei herumreden muss. Lies die Bibel, wie sie steht, haben wir heute Morgen gelesen. Und keiner braucht verloren gehen. Also wieso kommt Christus wieder? Was ist der Grund? Johannes 14, Vers 2 und 3 gibt die Antwort. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Diesen Text müssen wir aus dem Kopf kennen. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Hier geht es um ein Wegnehmen. Wegnehmen. Er kommt also wieder, um die Seinen zu holen. Er hatte schon vorbereitet den Platz. Und die wichtige Frage, wie wird er wiederkommen? Heute rennen sie alle zu einem Matreier, der erscheint hier und dort und was weiß ich, und glauben, sie haben es mit einer Christusperson zu tun. Oder sie haben eine Erscheinung und reden mit ihm und verkündigen das als Evangelium. Das ist kein Evangelium, das ist unbiblisch. Wir müssen also wissen, wie er wiederkommt, dann können wir auch nicht in die Irre geführt werden. Erstens, die Bibel sagt, sein zweites Kommen wird universal sichtbar sein. Alle werden ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Offenbarung 1, Vers 7. Benjamin Cream sagt, er erscheint auf dem Fernseher und alle werden ihn am Fernsehen sehen. Natürlich nur die, die Fernseher haben. Ne? Und die im Wald, die sehen ihn eben da nicht. Oder er erscheint hier im inneren Raum und da. Das ist nicht biblisch. Er kommt mit den Wolken. Also dieser Matreya ist ein Lügner und wir brauchen uns nicht kümmern um ihn. Dann sagt die Bibel, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Matthäus 24, Vers 27. Also ein ganz riesengroßes Ereignis. Ich weiß nicht, ob ihr die Left Behind-Serie verfolgt habt, die so eine Riesenauswirkung in der westlichen Welt hatte. Und Leute glauben ja, dass es eine geheime Entrückung gibt und dass plötzlich eines Tages alle verschwunden sind und dann ist die Wiederkunft etwas, was vorbei ist. Und dann wundert man sich, warum das Flugzeug abstürzt, weil der Pilot
entrückt worden ist. Ja, das glauben die Menschen, aber es ist nicht biblisch. Es nimmt nur eins oder zwei Bibelverse, um zu sehen, dass das nicht so sein kann. Dann sagt die Bibel, er kommt mit den Wolken. Ja, was heißt denn das? Psalm 104, Vers 3. Wasser, Wolken zu seinem Wagen macht und auf den Fittigen des Windes einherfährt. Also Wasser, Wolken zu seinem Wagen macht. Er kommt mit den Wolken. Da haben wir den Text. Der Wagen Gottes sind 1000 mal 1000 und abertausend. Jetzt im Englischen, in der King James, wird erklärt, was das ist. Da steht nämlich in der King James, sind 1000 mal 1000 und abertausend von Engeln. Der Herr kam von Sinai ins Heiligtum. Also diese 1000 mal 1000 sind die Engel. So die Wagen, der Wagen Gottes sind Engel und hebräischer Parallelismus zeigt uns, er kommt mit den Engeln. Also das muss schon eine Schau sein. Er kommt mit den Wolken, heißt also, er kommt mit all seinen Engeln. Und werdet des Menschen sehen, kommen sehen auf den Wolken des Himmels, mit seinen Engeln, mit anderen Worten, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, 30. Aus der Bibel kann man alle diese parallelen Texte herausholen. 2. Thessaloniker. Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft. Alle seine Engel, alle die er selber geschaffen hat. Engel sind auch geschaffene Wesen nach der Bibel. Und in Matthäus haben wir eine weitere Aussage. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm. Da bleibt nicht einer im Himmel zurück. Dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit. Also wir können ein Schauspiel erwarten. Jesus Christus kommt mit all den Engeln. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in seiner und des Vaters und der heiligen Engel Herrlichkeit. Also die ganze Gottheit kommt mit Jesus Christus wieder. Die ganze Gottheit in aller Pracht und Herrlichkeit kommt zu dieser Erde, um die Seinen zu holen. Das ist ein großartiges Ereignis. Offenbarung 5,11. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Eine unbeschreibliche große Zahl. Milliarden Engel werden kommen. Von Star Wars ist dann schon mal keine Rede mehr. Und Independence Day und wie die Filme auch alle heißen, wo sie diese aus dem Raum kommenden aus der Luft hinausblasen, das können sie auch vergessen. Das ist Gott selber, der in seiner vollen Vollmacht mit allen seinen Engeln kommt. Und ist das ein Geist, ein Spuk, der kommt? Nein. Apostelgeschichte 1,11, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, dieser Einzige, der gesagt hat, hier, tu mal deine Hand hier und fühl mal, und hier auf meine Seite, komm, fühl mal, dieser Jesus, der wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Noch ein Ereignis. Das zweite Kommen wird hörbar sein. Und ich glaube, die, die taub sind, werden es auch hören. Denn die Ohren werden geöffnet werden. Denn sogar die, die tot sind, werden ihn hören. Von wegen dann, die noch leben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, das ist die Stimme des Erzengels, des Botschafters, Jesus Christus selber, Persona des Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Es gibt also eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. Das müssen wir auch verstehen. 1. Thessaloniker 4, 16. Und wenn es kommt zu diesem Thema, da müssen wir die Bibel und die Bibel alleine reden lassen.
Denn das ist das einzigste Fundament, das einzigste Argument, was wir haben. Matthäus 24, 31 sagt das Gleiche. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also auf der ganzen Welt wird es Volk Gottes geben und die Engel werden sie sammeln. Also irgendwann geht's auf eine Raumfahrt mit den Engeln. Ich sehne mich auf diese Raumfahrt. Ich brauche keinen Challenger, der vielleicht explodiert, oder einen Raumanzug, der vielleicht leckt. Das hier wird viel besser sein. Und natürlich das wichtigste Kriterium von allem ist, er wird nicht die Erde berühren. 1 Thessalonicher 4, 16 und 17. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, es gibt also Lebende und die in Christus gestorben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Ja, da haben wir auch ein Problem mit, wenn die Toten Geister sind und im Himmel sind, dann ist da hier ein Problem. Entweder es gibt eine Auferstehung oder es gibt keine Auferstehung. Es wird nicht geredet von toten Menschen, die zurückkommen, also die Toten schlafen und sie werden auferweckt hier und zusammen mit den Lebendigen in Christus werden sie aufgenommen und gehen dem Herrn entgegen in der Luft. Er berührt nicht die Erde. Es gibt Texte in der Bibel, wo der Herr wohl die Erde auf die Erde kommt, aber nicht bei der zweiten Kommen, bei seinem zweiten Kommen. Matthäus warnt also ganz eindeutig, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste. Naja, wer wartet auf Christus in der Wüste? Die Mormonen. Die Mormonen haben einen Tempel, sie haben einen goldenen Stuhl, der für den Messias ist. Da soll er sitzen, wann er kommt, in der Wüste. Und dann soll das Königreich da anfangen. Aber die Bibel sagt, wenn ihr hört, dass der Mormonenstuhl voll ist, dann bleibt weg da. So geht nicht hinaus, siehe, er ist in der Kammer. Also wenn ihr hört, Benjamin Krim hat gerade gesagt, hier ist er, braucht nicht hingehen. So glaubet es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Der Herr hat doch alles gemacht, dass wir nicht verführt werden müssen. Wieso ist die Menschheit so verführt? Weil sie die Bibel nicht liest. Und warum liest sie sie nicht? Weil sie unglaubwürdig gemacht wird. Also, welche Ereignisse werden bei der Wiederkunft stattfinden? Wir müssen genau den Ablauf kennen. Und den müssen wir uns wieder und wieder und wieder einprägen. Und unseren Kindern muss es eingeprägt werden. Ihr müsst wissen, damit, wenn ihr hört, ah, da ist er hier. Nein, 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 das ist er nicht. Da ist er nicht. Stör mich gar nicht dran, müsst ihr sagen können. Also welche Ereignisse vor der Wiederkunft? Es gibt eine Auferstehung der Gerechten. Also die Gerechten schlafen jetzt in Christus. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Zwei Auferstehungen, die in Christus zuerst. 1. Thessalonicher 14, 16. Die übrigen der Toten aber lebten nicht, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also zwischen der ersten Auferstehung und der zweiten Auferstehung 1000 Jahre. Offenbarung 20, 5 und 6. Dies ist die erste Auferstehung. Das ist ein Chiasma, bezieht sich verkehrt rum auf den anderen Satz, kompliziert das Buch, damit man nicht den Höhepunkt der Geschichte und den geschichtlichen und eschatologischen Ablauf verwirrt, ist es so geschrieben. Selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Bei der wollen wir sein, nicht bei der zweiten.
So, die lebenden Gerechten werden verwandelt. Da muss alles, was klappert, muss weg. Alles, was gut ist, muss wieder rein. Die Plomben fliegen aus den Zähnen raus. Das wird eine ganz tolle Sache werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Sie können nicht mehr sterben, sie haben das ewige Leben. Und wir werden verwandelt werden. Die Lebendigen, die noch leben in Christus, werden verwandelt, kriegen einen unsterblichen Körper. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. 1 Korinther 15, 52, 53. Überlegt euch mal, wie deutlich diese Texte sind und nur eine einzige Glaubensgemeinschaft lehrt diese Wahrheit weltweit. Nur eine. Ab und zu erscheint eine und dann verschwinden sie wieder. Dann wieder eine und dann verschwinden sie wieder. Es gibt nur eine. Nur die Siebentags-Adventisten lehren diese Lehre. Und das ist die einzig biblische Lehre. Keine der anderen Lehren kann man biblisch belegen. Nicht eine. Wir werden ja sehen, so wie wir weitergehen. Und es ist so eindeutig. Ja, hier ist noch ein englischer Text drin. Er wird unseren Leib ändern, dass er wie sein glorreicher Körper ist. Wow! Wir kriegen also einen Körper, der dem Körper Jesu Christi gleich ist. Das ist ja ein Wunder. Wir kriegen einen Körper, wie Gott selber ihn haben wird. Philipper 3, Vers 20 und 21. Jesus Christus tut wirklich alles für sein Volk. Matthäus 13, 49, 15. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. So gleichzeitig, wenn diese Ernte stattfindet von dem Volk Gottes, findet eine andere Ernte statt und die Ungerechten werden von den Gerechten getrennt. Was passiert dann mit den Gottlosen? Was lehren die Glaubensgemeinschaften da draußen? Es wird gelehrt, es gibt eine zweite Chance. Second Chance Doctrine. Wenn Christus kommt und sein Königreich aufbaut, dann haben alle die Gelegenheit, um sich zu bekehren. Es gibt tausendjährige Ruhe auf Erden und damit ist das Problem gelöst. Können also weiterleben, wie sie leben. Es ist interessant, dass in Jerusalem rund um der Altstadtmauer liegen ja all die Gräber von den Moslems, die den Imam Mahdi erwarten, beim Goldenen Tor. Und wenn er kommt, dann sollen die Gräber aufgehen und sie werden die Ersten sein, die mit reingehen. Und die da eben da gerade beim Tor liegen, die haben es gerade gut gehabt. Die sind zuerst drin. Und das Königreich findet hier auf Erden sein Heil. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, da passiert was ganz anderes. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge. Das hört sich schon ganz anders an. Und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Offenbarung 6, 15 bis 17. Also eine ganz andere Geschichte. Anstatt Jubel und Freude bei der großen Zahl von den Großen und Mächtigen und Regierenden und was weiß ich, ist es eine ganz andere Geschichte. Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle der Geschlechter der Erde jubeln. Nein, steht nicht da. Steht sich an die Brust schlagen und werden des Menschen Sohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden Angst haben. Sie werden Angst haben. Judas 14, 15, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht
zu halten. Nicht Königreich aufzubauen in Herrlichkeit und jeder kriegt noch eine Chance. Nein, Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen zu strafen wegen aller ihrer gottlosen Taten, womit sie die Vergangenen und wegen aller harten Worte, welche die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das kommt. Wir lachen jetzt so schön am Fernsehen, wenn da gelästert wird über Jesus Christus. Es kommt eine Vergeltung. Diese Worte sind aufgeschrieben. Und es tut uns gut, wenn wir daran denken, dass die Worte, die wir gebrauchen, sind auch aufgeschrieben. Wir müssen auch gerade stehen für diese Worte. Sephania, wie sagt man in Deutsch, Sephania? Ja, nahe ist der große Tag des Herrn, nahe ist er und eilend kommt er herbei, die Stimme des Tages des Herrn, bitter schreit auf auch der Held. Ja, der Held ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein bewölkter und finsterer Tag. Wenn man nicht Jesus Christus hat, dann ist das ein schlimmer Tag. Wenn man Jesus Christus hat, ist es ein herrlicher Tag. 2 Thessalonicher 2,8 und dann wird der Gesetzlose, der, der sich unterstellt, Gesetz zu ändern, geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Also von wegen zweite Chance, Evangelium. Hier kommt eine Vernichtung. Jeremia sagt, und es werden an jenen Tage die Erschlagenen des Herrn da liegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Warum nicht? Weil da keiner ist, sie zu begraben. Diejenigen, die sie hätten begraben können, sind weg mit den Engeln. Und wo sind sie? Dem Herrn entgegen in der Luft. Da bleibt niemand übrig. Zu Dünger auf dem Lande sollen sie werden. Hier werden sie faulen. Die ganze Erde wird vernichtet, wenn Jesus kommt. Hier kommt keine zweite Chance. Er redet weiter, der Prophet Sephania, ich will alles vom Erdbogen wegraffen, spricht der Herr. Alles soll verschwinden. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Es bleibt kein Tier lebendig auf dieser Erde. Das hört sich vielleicht schrecklich an, das hört sich vielleicht grausam an, aber wenn man aus Gottes Augen sieht, wie die Tiere über viele, viele tausend Jahre, über die letzten tausend Jahre, immer schwächer und schwächer und schwächer geworden sind, wie die Krankheiten zugenommen haben, wie die Umstände sich geändert haben, dann ist das ein Segen. Er endet diesen ganzen Planeten. Morgen haben wir einen Vortrag über, wie die Tiere sich geändert haben, wie sie vielleicht vorher aussahen, und der sollte recht interessant werden. Also nicht den morgen früh verpassen. Das ist ein neuer Vortrag. Das war für mich interessant, den auszuarbeiten. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, Vögel des Himmels, Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen und wenn den Menschen von Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Bleibt nichts übrig. Wenn der Herr kommt, nichts bleibt übrig. Dieser ganze Planet ist vernichtet. Nur Satan und seine Dämonen dürfen hier bleiben. Psalm 110, Vers 5 und 6. Der Herr zu deiner Rechten hat Könige zerschmettert am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er wird viele Leichname geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Oder eine große Stadt, sagt einige Übersetzungen. Babylon vernichtet, ein Ende am irdischen System. Wie wichtig ist es, dass wir die Menschen warnen, dass wenn Christus kommt, gibt es keine zweite Chance. Jetzt wählen, oder? Jeremia erklärt genau, wie es aussieht.
Er sagt, ich blickte zur Erde und was sah ich? Siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel? Aber er war ohne Licht. Die Bibel sagt, der Himmel wird aufgerollt wie eine Buchrolle. Ich sah die Berge an und siehe, sie erbebten und alle Hügel schwankten. Ich schaute hin und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Die Propheten, die stimmen alle überein. Ich schaute und siehe, das Fruchtgefilde war zur Wüste geworden. Nicht erst eine Pflanze bleibt übrig. Und alle seine Städte zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Also wie viele Städte bleiben übrig? Wo wollt ihr denn wohnen in Nürnberg, wenn der Herr hier war? Weg, weg, eure Häuser, weg. Eines Tages gehen die Häuser, puff, weg. Denn also spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch den Graus will ich ihm nicht machen. Darum wird die Erde trauern und der Himmel droben sich im Dunkel kleiden, weil ich gesonnen bin, zu tun, was ich gesagt habe. Es kommt. Und weil ich es mich nicht gereuen lasse und ich nicht davon abgehen will. Gott wird ein Ende an dieser sündigen Welt machen und wir sind entweder mit ihm in den Wolken oder wir sind tot. Das ist die einzigste Wahl. Matthäus sagt, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, ist das nicht interessant? Das ist das erste Ding. Was sind die Zeichen seiner Wiederkunft? So wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und tranken. Ist Essen und Trinken heute nicht alles? Ist doch ein Götzendienst geworden, Essen und Trinken. Sie freiten und sie sich freien ließen. Mach mal Fernsehen an. Meine Güte, ist das ein Freien. Hin und her, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Genauso wird es heute sein. Heute heiratet man, indem man mit dem Fallschirm von oben runterspringt, unterm Wasser. Was weiß ich, was da überall gemacht wird. Und 3 Wochen später holt man sich einen anderen, da hat man schon Langeweile. Und nichts merkten, bis die Sündflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden 2 auf dem Felde sein, den Text werden wir nachher studieren. Das ist ein interessanter Text, der soll die geheime Entrückung enthalten. Ich sehe keine geheime Entrückung, es ist nur eine Erklärung. 2 auf dem Felde, einer wird genommen, wenn er in Christus ist, der andere wird zurückgelassen, wenn er nicht in Christus ist. Der eine stirbt, der andere lebt. 2 werden auf der Mühle mahlen, einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Die Wahl ist unsere. Wo wollen wir sein? So wachet nun, dass ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Also diese geheime Entrückung, die so bekannt gegeben wird, die ganze Dispensationslehre beruht sich auf die geheime Entrückung. Und wie gesagt, es gibt Filme darüber, es gibt Bücher darüber, es gibt ganze Serien darüber und gewaltige Aufregung. Aber eine geheime Entrückung, davon weiß die Bibel nicht. Sie weiß nur von einer großen Entrückung. Wenn Jesus kommt, nimmt er die Seinen und er nimmt sie weg. Das ist eine Entrückung. Also die Dispensationslehre behauptet, der Antichrist wird nach der geheimen Entrückung erscheinen. Aber die Bibel lehrt, dass er in der Kirche entsteht. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also die Bibel sagt, der Antichrist kommt in der Kirche, Dispensationslehre, nein, Antichrist kommt in der Zukunft. Das ist so nebenbei gesagt katholische Lehre vom Futurismus, der heute akzeptiert wird in der Welt. Oder sie lehren den Präterismus, dass er ein griechischer König ist. Und dann müssen sie die Bibel ändern in Daniel Kapitel 8. Die neuen Übersetzungen ändern den Text, dass dieses Horn aus Griechenland kommt und nicht ein römisches Horn ist. Sie haben es aber vergessen zu ändern in Kapitel 7, kann man es also noch sehen.
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie sind von dem Christentum ausgegangen. Dispensationslehre sagt nein. Sie kommen vom Heidentum, wahrscheinlich Islam. Also, biblisch ist die Dispensationslehre nicht. Und der ganze Jerusalem-Kultus ist aufgebaut auf einer Fehllehre. 1. Johannes 2, 18 und 19. Also, es gibt nur eine Gelegenheit zur Entscheidung. Und die Dispensationslehre sagt, dass die ganze Welt wird sich noch einmal bekehren, wenn in dieser Zeit des Trübsals, nachdem die Kirche entrückt ist. Und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, 27, keine zweite Wahl. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er vergibt viel. Jesaja 55, Vers 7. Es war schon immer so, so ist es heute. Entscheidet euch. Entweder wir sind mit Gott oder wir sind nicht mit ihm. Es gibt nicht eine zweite Gelegenheit. Dann noch ein Problem. Bei der Wiederkunft werden die Gerechten von den Ungerechten getrennt, sagt die Bibel. Die geheime Entrückung trennt die lange vorher, vor dem da eine Gerechtigkeit kommt. Das ist nicht biblisch. 2. Thessaloniker 1, 6 und 7. Wie es denn gerecht ist vor Gott, denen, die euch bedrücken, mit Bedrückungen zu vergelten. Euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit Erquickung samt uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her, samt den Engel seiner Kraft. Also wenn Jesus kommt, werden die Unterdrücker geschieden von den anderen. Und von wegen erst längere Zeit danach. Und die haben noch eine Chance, um sich das neu zu überlegen. Es ist nicht biblisch. Dann bei der Wiederkunft werden die Gerechten von den Ungerechten getrennt, können wir auch in Matthäus 13, Vers 30 sehen. Lasst beides miteinander wachsen. Bis wann? Bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen. Also genau das Umgekehrte von was die Dispensationslehre lehrt. Sondern hier Ernte will ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammle in meine Scheune. Sie gehen dem Himmel, dem Herrn entgegen, die anderen werden vernichtet. Das ist genau das Gegenteil. Als was die lernen. Gottes Volk muss durch das große Trübsal gehen und wird nicht vorher entrückt. Dispensationslehre sagt, vor dem das Trübsal kommt, ist das Volk Gottes weg. Also mach dir keinen Kummer. Was sagt denn die Typologie? Ägypten. Als die Plagen fielen, war das Volk Gottes nicht da oder war es da? Natürlich war es da. Das ist die Typologie. Wir können doch nicht die Typologie vergewaltigen, durch jetzt plötzlich das Volk am Ende wegzuhaben. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern angetan, und woher sind sie gekommen? Das ist ein Engel, der spricht. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen. Sie waren also da drin. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blute des Lammes. Also wir brauchen diese Lügen nicht akzeptieren. Die ganze Schofield-Bibel ist aufgebaut auf dieser Lehre der Dispensation. Die ganze Baptistenlehre ist aufgebaut auf dieser Dispensationslehre. Und ein einfaches Bibelstudium wird zeigen, dass es nicht biblisch ist. Aber die Menschen glauben es. Zu jener Zeit wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns Heil verschaffe. Das ist der Herr, auf den wir warteten. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seinem Heil. Jesaja 25, Vers 9. Zwei Gruppen am Ende. Die eine schreit, verbirg mich vor diesem, der da sitzt auf seinem Ross. Die anderen sagen, das ist unser Gott, auf den wir gewartet haben. Zwei Gruppen gleichzeitig,
keine geheime Entrückung, ein sonderliches Kommen Jesu. Und dann sagt die Bibel uns auch, was die Zeichen seiner Wiederkunft sind. Und ihr könnt sie lesen in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Es werden Kriege und Bedrängnis der Nationen sein. Die gab es schon immer, wird gesagt. Es werden Erdbeben geben. Es ist interessant, dass die gleichen Instrumente mehr und mehr und mehr Erdbeben registrieren. Erdbeben werden also mehr. Wie in den Tagen Noahs. Ich weiß nicht genau, wie es da ist, nur Jesus hat es beschrieben und so ist es heute. Essen und Trinken und Verhältnisse wechseln wie Hemden, das scheint so gewesen zu sein damals und ist heute so. Ein weltweites Evangelium, sagt die Bibel, ein Trübsal, falsche Christusse, Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Matthäus 24, 2 und 3. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Er redet über das damalige Jerusalem. Als er aber auf dem Ölberg saß, trassen die Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sag uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Was war das Erste, was Jesus sagt? Sehe, dass keiner euch verführt. Verführung ist das größte Zeichen der Endzeit. Das damalige Versprechen, dass es so kommen würde, ist genauso geschehen. Es brach ein Feuer aus, das Gold ist zerschmolzen, zwischen die Steine gerollt. Die Soldaten haben einen Stein vom anderen runtergerollt, um das geschmolzene Gold rauszuholen, das zwischen die Steine hineinging. Und es wurde alles weggetragen. Hier ist der Titusbogen. Und die Menora wird weggetragen. Nahe ist der große Tag des Herrn, nahe ist er und eilend kommt er herbei. Die Stimme des Tages des Herrn, bitter schreit auf auch der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst, der Bedrängnis. Es ist nicht ein guter Tag für die Gottlosen. Lukas sagt, Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, das haben wir ja studiert. Kurz vorher wird es kommen. Matthäus sagt, dann wird ein Volk sich wieder das andere erheben. Das Englische sagt, Nation against Nation. Das ursprüngliche Griechische sagt, Ethnos gegen Ethnos. Das ist interessant. Ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe. Das heißt also nicht unbedingt Deutschland gegen Frankreich, oder Amerika gegen Irak, Ethnos gegen Ethnos, ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe. Da geht es um Hutus gegen Tutsis, da geht es um Kosas gegen Zulus, da geht es um Weiß gegen Schwarz und diese Rassenverhältnisse werden aufgepeitscht zu einem Hass, den man nicht verstehen kann. Und nur in Christus haben wir Schutz vor diesem Hass. Königreich wieder das andere, da geht es um Völker, die streiten, aber das erste ist Streit in einem Land. Also hier in einem Land kann man ethnischen Streit erwarten. Und wir sehen ja mehr und mehr, wie es passiert. Und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben gehen. Was wir jetzt sehen, sind so die ersten Wehen. Die Krankheiten, die kommen. Edgar Hoover hat schon gesagt, obwohl das nicht gerade eine Persönlichkeit wert war, 33 Grad Freimaurer, aber immerhin. Lese, bete und weine und denke über die geistliche Armut Amerikas. Und dann natürlich ökumenisch. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Alle die Reichen, die alles genommen haben und eine ganze Mittelschicht vernichtet haben. Jakobus, siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abmäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, schreit. Und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn,
der Herrscher gekommen. Wie viele Menschen werden nicht ausgebeutet, um alle diese Dinge zu tun? Jobs in an age of insecurity. Menschen sind arbeitslos. Und dann falsche Christusse werden kommen. Matthäus 24, 24. Ja, da ist der Maitreya, wie er erschienen ist in 1988 und von CNN fotografiert worden ist, angeblich dann in der Luft verschwunden, nachdem er viele geheilt hat. Und das ist schon mal nicht biblisch. Share International sagt, alle Glaubensgemeinschaften, die Christen, die Buddhisten, die Moslems, alle warten sie auf einen, auf diesen einen. Und dieser Maitreya soll alles erfüllen. Timotheus erzählt, was der Zustand, der Geisteszustand ist. Der ist ja schrecklich. In den letzten Tagen schwere Zeiten werden eintreten. Selbstsüchtig werden sie sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerlich, Eltern ungehorsam. Alle diese Dinge. Sehen wir das heute, ja oder nein? Mehr als je zuvor. Treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, Vergnügen mehr lieben als Gott. Wow, es ist unsere Zeit. Und sie werden einander betrügen. Universaler Frieden und hinter dem Rücken die Pistole. Ja. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Das kommt. Wenn der Staat erst anfängt mit seinem Druck, dann kommt das Verraten. Haben wir schon mal gesehen? Wie war es in den kommunistischen Ländern? Oder wie war es früher unter den Nazis? Hat man nicht verraten? Der da, der da, der tut das, der hat dies, das, jenes. So wird es kommen. Sie werden verraten, aber es macht nichts. Und die Polizei, wird sie helfen? Mir hat sie nicht geholfen. Stand ringsrum mit den großen Gewehren, nicht einen Finger gehoben. Sie wird nicht helfen. Cops out of control. Hier in Japan, Menschen werden vernichtet auf den Zügen und die Erde wird wie ein Kleid veraltern. Wir sehen es ja, was in der Ökologie am Gange ist. Vor uns die Sintflut. The sea, tears of Neptune, wie die Tiere sterben. Stormy forecast, immer schlimmer und schlimmer. Die Stürme werden immer stärker und stärker. Früher gab es diese Riesenstürme einmal alle 4, 5 Jahre. Heutzutage 4, 5, 10 Mal in einem Jahr. Es hat sich unheimlich vermehrt. Ganze Küsten werden weggerissen. Und dann die Ironie, Jesus liebt dich. Hier ist ein Schiff im Land. Oh, wie seufzt das Vieh, wie sind die Rinderherden verstört, weil es keine Weide haben. Auch die Schafherden gehen zugrunde. In Afrika haben wir jetzt die größte Trockenheit in Menschengeschichte. Die Tiere sterben wie die Fliegen. Zu dir, o Herr, will ich rufen, denn das Feuer hat die Augen der Wüsten verzerrt und die Flamme hat alle Bäume versengt. Joel 1, Vers 18 und 90. The land, less milk and honey. Das war die große australische Trockenheit. Da sind die Tiere, nachher lagen sie alle verdürrt rum, gestorben. Und dann die Riesenfeuer wegen der Trockenheit und die reichen Häuser wurden alle vernichtet. Bad blood, AIDS, naja, so geht's. Let no one deceive himself, we are drifting towards a catastrophe. Walter Lippmann, wir treiben einer Katastrophe entgegen. Dann ein paar interessante Zeichen, die die Bibel aufnennt. Zunahme in Wissen, Daniel 12, 4. Dämonische Aktivität, Offenbarung 16, 13 und 14. Die Kirchen werden unterwandert mit Dämonologie. Das haben wir ja gesehen. Die Church of England hat gefragt für Seances in den Gemeinden, sowas. Abwendung von Glauben werden wir sehen, Wirtschaftsprobleme haben wir gesehen, falsche Lehren, Zunahme an Verkehr, habt ihr das gewusst? Steht auch in der Bibel. Und Ungehorsam und Anarchie. Und so sehen wir es. Du aber, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des Endes.
dann werden viele darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Es geht nicht nur um technologisches Wissen, es geht um Bibelverständnis. Es wird Menschen geben, die die Bibel wieder verstehen und andere aufklären können. Ja, es wird Technologie auch geben und die wird dazu beitragen, dass die ganze Welt unter ein Dach kommt. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten diese drei unreinen Geister, die die Menschen verführen und die zu den Königen der Welt gehen, Zeichen und Wunder tun. Und das sehen wir in den Kirchen und in den Gemeinden heute. Und dann, die Wagen rasen wie toll durch die Straßen und überholen einander auf den Plätzen. Sie sind angesehen wie Fackeln, fahren daher wie Blitze. Nahum 2, Vers 4. Er hat wahrscheinlich diesen hier gesehen. Denkt ihr? Oh, da hat er vielleicht sowas gesehen. Ja, ich denke, das hat er eher gesehen. Jakobus. So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Geduldet euch, auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Und ich glaube, die Wiederkunft des Herrn ist nah. Ich glaube, die Zeichen sind mehr geworden. Ich habe immer gedacht, das kann nicht lange dauern, aber es erfüllen sich mehr und mehr und mehr Zeichen. Es kann schlimmer werden, als was wir je dachten. Lukas 21, 28, wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich glaube wirklich, der Herr kommt sehr bald. Und dann können wir sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ja, wenn die biblische Lehre hier die Wahrheit ist, dann kann die Lehre, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel hochgehen, nicht wahr sein. Denn sonst wäre das nicht die Wahrheit. Alle Gerechten zusammen werden den Herrn gleichzeitig sehen. Zu Daniel wurde gesagt, du Daniel, schlafe. Und am jüngsten Tag wirst du auferstehen und wirst deine Belohnung bekommen. Alle, die im Herrn sind, schlafen. Und eines Tages sehen sie ihn gleichzeitig. Sehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht bloß einhergehe und man nicht seine Schande sehe. Wir brauchen die Gerechtigkeit Christi. Und viele werden nicht wissen, dass er bald kommt. Ist auch kein Wunder mit all diesen Irrlehren, von was alles erwartet wird. Wer ist denn dieses Dieb in der Nacht? 1 Thessalonicher 5, 2 bis 4. Denn ihr wisset ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Aber jetzt passt mal auf. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Warum nicht? Weil ihr die Bibel kennen sollt. Und wenn ihr die Bibel kennt, dann kann das nicht passieren. Also, wer wird überfallen wie ein Dieb in der Nacht? Die, die die falschen Lehren haben. Wie können sie wissen, was passiert, wenn sie lieber die Fußnoten der Scofield-Bibel lesen, als dass sie die Scofield-Bibel lesen? Nicht, dass das die beste Bibel ist, aber sie hat es wenigstens noch drin. Man kann es noch studieren, sogar in der Scofield-Bibel. Aber nein, sie leben lieber die Fußnoten und hören sich einen Robert Schuller an, der ihnen allerhand Geschichten ins Ohr bläst. Und dann plötzlich hat man Dieb in der Nacht Erscheinung. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern
alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Johannes 5, 22. Es ist Jesus, der kommt. Aber das Gericht wird sich setzen, ihm die Gewalt wegnehmen, sie endgültig vertilgen und vernichten. Es kommt ein Ende an dieses irdische System. Siehe, ich komme bald und mein Lohn, das ewige Leben, ist mit mir und ein jeglicher zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also wir sehen die Zeichen. Daniel sagt uns, es wird eine Zeit sein, wie es noch keine war. Violence, violence, violence. Das sind nur Überschriften in den jetzigen Zeitungen. Können Sie ja überall sehen. Es wird eine Zeit geben, wie es noch nie gab. Aber dein Volk wird gerettet werden. Daniel 12, Vers 1. Und dann diese fantastischen Versprechen. Und die müssen wir uns aneignen. Wir müssen sie lernen. Lehret sie eure Kinder. Lehret sie eure Kinder. Immer Mut einreden. Psalm 91, ob 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dir naht sie nicht. Viele sind ängstlich. Wir müssen die Ängstlichen ermutigen. Aber was mache ich mit meinen Kindern? Wo kriege ich mein Essen her? Brot und Wasser sei dir gewiss. Nur mit deinen Augen wirst du zusehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Nur mit den Augen. Denn du, sprichst der Herr, ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Er wird uns beschützen. Es wird dir kein Unglück zustoßen, keine Plage zu deinem Zelte nahen kommen. Psalm 91, 10. Diese Versprechen müssen wir kennen. Da brauchen wir keine Angst haben. In Christus sind wir geborgen. Harmageddon. Was ist das? Was ist Harmageddon? Offenbarung 16, 16. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Berg zu Megiddo. Es ist interessant, wenn man oben auf Megiddo steht und man schaut, da sieht man nur einen Berg. Und das ist Karmel. Karmel. Und da wurde eine Entscheidung getroffen. Entweder ihr betet Baal an oder den Herrn. Wählt ihr heute, wen ihr dienen wollt. Was ist dieser Berg der Vergeltung? Das griechische Wort Platz, denn es ist ein Ort, a place, ist Topos. Und Topos hat eine buchstäbliche Bedeutung, a literal meaning, und eine metaphorische Deutung. Und im letzten Sinne ist es ein Geisteszustand. Also ein Platz, Harmageddon, ein Geisteszustand. Also Satan wird einen Geisteszustand in den Verstand der Menschen herbeiführen, welche sie dazu zwingen wird, um den Tod derjenigen zu suchen, die ihm nicht gehorchen. Ist es möglich, dass Satan einen Geisteszustand herbeibringt, wo Menschen sagen, das ist vom Bösen. Die, die sagen, die Bibel hat Recht und Jesus Christus alleine, sind gegen den Wohlstand der Welt und weg mit ihnen. Ein Krieg gegen Gottes Volk. Und Gottes Volk sagt, wir beugen uns nicht vor diesem Götzen und diesem Götzentag, den ihr einführen wollt, wir stehen beim Herrn. Eine Karmel-Entscheidung. Und dann, Joel nennt es das Tal Josaphat, wogegen Zacharia die Nationen um Jerusalem sammelt. Also, in der Dispensationslehre ist das ja ein wirklicher Krieg, der da stattfindet in Israel. Aber in der Bibel hat er viele Deutungen. Er ist Harmageddon, er ist ein Tal Josaphat, er ist die Nationen um Jerusalem. Hier sind die Texte, Joel 3, 2. Da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Da hat Gott nämlich die Gegner vernichtet vom Himmel. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln. Zacharia 14, 2. Jerusalem steht hier für das Volk Gottes. Also es geht um einen Kampf zwischen Gott und Satan. Und Satan greift Gottes Volk an
Und indem er Gottes Volk angreift, greift er Gott an. Die Typologie, genau das Gleiche. Pharao hat gesagt, ihr werdet nicht Schabbat. Weg mit euch. Bumm. Gott hat sie vernichtet. Und der Sechste goss seine Schale aus auf dem großen Strom Euphrat. Das ist der Fluss, der Babylon füttert. Wasser sind Nationen und Völker und Sprachen. Also alle, die Babylon unterstützen. Und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Anfang der Sonne der Weg bereitet würde. Offenbarung 16, 12. Also die Könige aus dem Osten. Früher haben sie ja gelehrt, sind die Türken oder die Russen oder die was auch immer. Nein. Weil hier ist das Tal, wenn man es so betrachtet, da oben hat Ahab seine Festung gehabt, da hat er seine Pferde gefüttert, da hat er sein Wasser gehabt, in der Zisterne. Und Jesaja sagt uns genau, wer diese Könige sind, die aus dem Osten kommen. Lasst sie herzutreten und nun reden, lasst uns miteinander rechten. Wer hat den Gerechten vom Aufgange, from the east, vom Aufgange der Sonne, vom Osten erweckt? Wer rief ihn, dass er ging? Wer gab den Heiden und Könige vor ihm dahin, dass er ihrer mächtig ward und gab sie seinem Schwert wie Staub und einem Bogen wie zerstreute Stoppeln? Gott immer mit dem Bogen aufgezeichnet. Noch ein Text, Jesaja 43, Ezekiel, tut mir leid, und er führte mich zum Tor, zu dem Tor, welches nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel vom Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde ward von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Also diese Könige aus dem Osten sind Jesus Christus und seine Engel. Sie kommen auf weißen Rossen geritten, Judas sagt, um Gericht zu halten mit seinen 10.000 Heiligen. Er kommt mit seinen Engeln, er ist die Armee. Harmageddon ist ein Krieg, der Gott selber führt für sein Volk. Und warum? Damit sie den harten Worten, welche die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben, vergolten wird. Und er ist angetan mit einem Kleide, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere, das ist eine Armee, im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und waren angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, dass er die Heiden damit schlage. Also der Harmageddon ist der Krieg, der stattfindet bei der Wiederkunft Christi. Und Jesus Christus selber und seine Armee, die Engel, sind die, die die Vergeltung bringen. Und er wird mit eisernem Stabe weiden und er tritt in Weinkelter des grimmigen Zornes des allmächtigen Gottes. Harmageddon. Also der findet statt, dieser Krieg, bei der Wiederkunft. Es kommt noch ein Krieg später, danach im nächsten Vortrag. Und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben kommt. Wie dergleichen noch nie gewesen ist, das muss was sein. Denn bei der Sintflut gab es wahrscheinlich ein Erdbeben, wie es noch nie bis dann gegeben hatte. Seit es Menschen gab auf Erden, ein solches Erdbeben so groß. Offenbarung 16, Vers 18. Und dann, Offenbarung 16, 19, 21, was passiert dann? Die Städte fallen. Und die Städte der Heiden fielen und alle Inseln flohen. Ja, wie das passieren soll? Vielleicht die Kontinente werden wieder zusammengeschoben. Stellt euch mal das vor. Dann ist jede Insel weg und es gibt ein Erdbeben, wie es sich keiner vorstellen kann. Und das Argument, ja, wenn ich an dieser Seite auf der Erde bin, wie sehe ich Jesus kommen auf der anderen Seite, das ist dann auch verschwunden. Und ein großer, zentnerschwerer Hagel kam vom Himmel, das sind solche Klotzen, auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Also kommt ein Erdbeben und dann kommt Hagel. Und in Hiob wird dieser Hagel beschrieben. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du den Speicher des Hagels gesehen, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Not, für den Tag des Krieges und des Streits?
Man hat ja früher geglaubt, es ist unmöglich, um solche großen Hagelsteine zu haben, denn Hagel wird ja erzeugt durch Wind, der es immer wieder in die Höhe bläst und in die Höhe bläst, bis sich mehr und mehr sammelt. Aber heute gibt es schon solche gewaltigen Unterschiede in der Atmosphäre, dass die Windgeschwindigkeiten so dramatisch zugenommen haben, dass Hagelsteine heute schon fallen, die wesentlich größer sind, als was die Wissenschaft vor einer Dekade geglaubt hätte, möglich wäre. Es kommt ein Hagel, wie die Welt ihn noch nie gesehen hat. Und dann sprachen zu den Bergen und den Felsen, fallet auf uns und verbirgt uns, denn dann wird die Erde vor dem Zorn des Lammes vernichtet. Und diese religiösen Systeme, das Tier und der falsche Prophet, was passiert mit denen? Katholizismus und gefallener Protestantismus? Ja, sie wurden lebendig, die beiden ins Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen hervorgeht. Es bleibt also nichts übrig. Die religiösen Systeme sind weg und die übrigen sind weg. Jetzt bleibt nur noch einer übrig. Der falsche Prophet ist weg, das Tier ist weg, wer bleibt noch? Der Drache. Nur Satan und seine Engel bleiben hier übrig. Und ich hörte vom Altar her sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Es wird sich ja zeigen im Gericht, dass das richtig war. Und die übrigen der Toten aber lebten nicht, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung, Offenbarung 20, Vers 5. Also was passiert dann? Dann muss ja etwas stattfinden. Ich meine, die Erde muss ja erneuert werden. Es müssen ja große Dinge passieren. Die Gottlosen sterben also bei der Wiederkunft. Und erst nach 1000 Jahren werden sie aufgeweckt. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst, gehen dem Herrn in der Luft entgegen. Und so sind sie mit Christus alle Zeit. Und was danach passiert? Im nächsten Vortrag.